Der 8-jährige Noel kam mit fürchterlichen Bauchschmerzen von der Schule nach Hause. Seine Mutter ist mit ihm daraufhin direkt zur Notaufnahme in die Klinik gefahren. Jetzt wird Ärztin Birgit Maas den kleinen Patienten übernehmen, der nur langsam mit der Wahrheit herausrückt. Er ist aus der Schule gekommen. Ja. Mit seinem Kumpel. Der ist wohl rumgetobt und ist ganz unglücklich gefallen und schreit jetzt die ganze Zeit, dass der Magen wehtut. Höllische Schmerzen. Tut dir sonst noch irgendwas weh? Nur der ganze Magen. Der ganze Magen. Der ist ja dann groß, der Magen hier bei dir. So, ich ziehe dir das mal gerade hoch und dann gucke ich mir den Bauch einmal an, ja? Bist du denn auf den Bauch gefallen? Was denn überhaupt passiert? Was erzählst du denn? Also, mein Freund und ich haben gespielt und dann bin ich also gestürzt. Und dann bist du mit dem Bauch irgendwo draufgefallen? Mhm. Worauf bist du denn gefallen? Weiß ich nicht mehr. Gerade in Pausen sind Kinder schon mal etwas ungestüm, machen vielleicht auch schon mal was, was nicht so unbedingt erlaubt ist. Wenn man dann nachfragt, drucken sie mitunter rum. Manche flunkern auch ein bisschen. Deswegen bin ich da grundsätzlich hellhörig. Passt das Gesagte tatsächlich zu den Verletzungen? Wichtig ist natürlich auch, dass man hier Hinweise bekommt, damit man auch zielorientiert behandeln kann. Ich kann jetzt hier kein Hämatom, also keinen Bluterguss erkennen. Ne? Normalerweise, wenn man schon mal irgendwo drauf fällt, dann gibt das ja schon mal schnell einen blauen Fleck. Das kann vorkommen, muss aber nicht. Okay. Wir gucken aber jetzt noch einmal auf den Bauch drauf. Ne, ich höre noch mal gerade den Bauch ab. Wie sieht es aus mit Verdauung? Wasser auf Toilette heute schon? Groß gemacht? Ja? Okay. Ich höre da einmal. Woher müssen die Schmerzen ja kommen? Das geht ja nicht. Ja, da haben Sie recht. Da muss man natürlich schon dem nachgehen. Bauchschmerzen gehören bei den meisten Kindern zu den typischen Beschwerden. Es ist aber nicht immer gesagt, dass die Beschwerden, die sie haben, tatsächlich auch im Bauch zu suchen sind. Da braucht man als Arzt natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Nachdem das Abtasten der Bauchregion nichts ergeben hat, wird Birgit Maas nun eine Ultraschalluntersuchung bei dem Grundschüler vornehmen. Die Ärztin schließt aber auch ein psychisches Problem als Ursache für die Schmerzen nicht aus. Wir verteilen jetzt diesen Glibber hier so ein bisschen. Und dann gucke ich mir das hier einfach mal an. Ne? Das tut nicht weh, oder? Kannst du gut aushalten? Ja? Ja, mein Schatz. So, dann gucken wir hier nämlich einmal. Hat er sonst irgendwas an Vorerkrankungen? Gar nichts. So, also quietschfidel, ist alles in Ordnung mit ihm. Auch früher so, als Kind, Säugling, war alles normal? War alles normal gewesen. Okay, da kann ich jetzt aber auch nichts Auffälliges erkennen. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Das ist ja sehr, sehr gut. Macht aber keinen so glücklichen Eindruck. Ist dir schlecht? Alles in Ordnung, mein Schatz? Gibst du mal gerade schnell eine Nierenschale, bitte? Schlecht oder was? Ja, ich glaube, ihm ist übel. Komm her. Ja. Blutungen sind natürlich immer gefährlich. Wir mussten hier beim Noel rausfinden, woher diese kamen. Dadurch, dass er sich erbrochen hat, sind wir natürlich jetzt von gastrointestinalen Problemen ausgegangen und haben ihn deswegen zur Magenspiegelung geschickt. Magenspiegelung heißt eigentlich, dass man da mit einem ganz dünnen Gerät reingeht und sich alles mal anguckt, ja? Du bekommst aber was zum Schlafen, nur damit du weißt, was man macht. Und dann guckt man sich das alles mal an. Ja? Und dann gehst du dann dahin und dann sprechen wir darüber. Bei geplanten Gastroskopien sollte der Patient natürlich idealerweise nüchtern sein. Dann kann man auch am besten die Schleimhaut beurteilen. Aber in Notfällen, wenn wir jetzt wirklich den dringenden Verdacht haben, dass es hier zu Blutung gekommen ist, kann man das auch im nicht nüchternen Zustand durchführen. Zunächst deutet alles auf ein Problem im Magen-Darm-Trakt hin. Der Grund für den Schmerz des Jungen liegt aber an ganz anderer Stelle verborgen. Als die 34-Jährige plötzlich Noels besten Freund und seine Mutter entdeckt, glaubt sie zunächst an einen Zufall. Samuel, bist du verletzt? Alles gut? Ja, Samuel Maurer, 8 Jahre, ist mit dem Kopf auf dem Fahrradständer. Der Neue wollte ihm ja die Butterbrotdose klauen und dann haben die sich ja geprügelt deswegen. Wie bitte? Jetzt hat er eine Gehirnerschütterung. Wie bitte? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Kriegt er nichts zu essen bei euch, der Noel, oder was? Also das kann ich mir überhaupt beim besten Willen nicht vorstellen. Stimmt das, Samuel? Ja, er hat mir meine Butterbrotdose weggenommen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich werde dem mal zur Rede stellen, weil das geht ja nicht. Gut, wir werden das ja herausfinden. Und wie geht's dir? Nicht so gerade gut. Mir ist ein bisschen übel. Pass auf, wir bringen dich jetzt aufs Zimmer und dann legst du dich gemütlich ins Bett. Ne? Und wir kommen ja dann auch, haben dir ja unten auch gesagt, dass wir jetzt regelmäßig kommen, mal in deine Augen leuchten. Am besten bleibst du auch im Bett liegen. Wenn du aufstehen musst, sagst du Bescheid. Die Schwester erklärt dir gleich, wie du klingeln kannst. Ja? Okay? Ja, dann kommen Sie bitte mit.
Ich muss aber noch mal nachhören jetzt. Also das dann geht gar nicht. Ihr Sohn hatte ja vorhin erzählt, dass es da irgendwie ein Unfall war. Ja, ja, das hat er mir auch gesagt. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie so gelaufen ist, weil seit 2 Wochen bringt er mir seine komplette Butterbrotdose wieder mit. Das Brot rührt er gar nicht an. Die in der Betreuung sagten mir auch, also er würde kaum was zum Mittag essen. Und deswegen, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja, dass er sowas macht. Das ist schon ungewöhnlich, dass er dann, wenn er so mit dem gesamten Essverhalten so auffällig ist, dass er dann einem anderen Kind das Essen wegnimmt, ne? Wo er sonst nichts isst. Ne? Ja, ja, gut. Ne? Also vielleicht hat es was damit zu tun, wir sind jetzt vor einem Monat hier nach Köln hingekommen und er hat sich noch nicht richtig eingelebt. Samuel ist sein bester Freund, also sein einzigster Freund. Aber dass er jetzt so auf die Barrikaden geht und so rebelliert, das geht ja mal gar nicht. Die Möglichkeit, dass Noel der Umzug nach Köln im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen geschlagen ist, scheint immer wahrscheinlicher zu sein. Als der Grundschüler kurz darauf von der Magenspiegelung zurückkommt, erwartet Birgit Maas mit Spannung die Ergebnisse der Untersuchung. Was ich hier sehen kann, ist alles gut gelaufen. Also man hat auch nichts gefunden. Also klar, Reizungen jetzt von der Schleimhaut, das ist klar, das kommt einfach durch das Erbrechen, weil es muss ja aus dem Magen nochmal durch die Speiseröhre dann raus, ne? Aber ansonsten jetzt nichts Auffälliges. Das heißt, die Blutungsquelle ist definitiv woanders. Okay, ja? Aber wo kann das denn dann herkommen? Weil ist ja schon fraglich, ne? Das ist ja nicht richtig. Aber ich sehe gerade, er überlegt so. Hast du doch was zu sagen zu der... okay. Was ist denn los? Dann erzähl. Klar, da, weil alles schmeckt mir nach Papier. Alles Essen, was du isst, schmeckt komisch. Das schmeckt gut. Aber das war jetzt vor diesem Vorfall eben, war das auch schon so. Also nicht danach. Schon länger. Okay, wir gucken einmal in die Nase rein. Mein Essen schmeckt dir auch nicht, dein Lieblingsessen, was ich dir fertig mache? Kinder stellen hier bei uns im Krankenhaus natürlich eine besondere Herausforderung. Da, vor allem, weil sie oft nicht ausdrücken können, wo der Schuh gerade drückt. Deswegen ist natürlich von unserer Seite, also sowohl vom Pflegepersonal als auch von den Ärzten, Fingerspitzengefühl gefragt. Können Sie mir sagen, ob das vielleicht irgendwie was psychisch oder so? Also psychisch glaube ich jetzt nicht. Ne? Also wenn jemand... wenn der plötzlich sich so der Geschmack ändert, dann liegt da schon irgendwas Medizinisches, steckt dann da halt dahinter. Ne? Das müssen wir jetzt mal nachgucken. Wenn jetzt wirklich dieses Problem mit dem Riechen und Schmecken ist, dann muss man natürlich auch immer an Sachen in der Nase denken. Da möchte ich mich jetzt eigentlich noch nicht weiter so zu äußern. Wir stellen ihn einmal bei den Kollegen vor, ja, hallo, bei den Hals-Nasen-Ohrenärzten. Und dann gucken die einmal in deine Nase. Ja, pass auf. Ja? Das ist so ähnlich wie das, was du jetzt eben unten erlebt hast, aber nur in kleinen Versionen. Ne? Schaffst du auch? Ja? Mama darf auch mitkommen diesmal. Okay? Auf der HNO-Station wird eine Endoskopie der Nase des 8-Jährigen gemacht. Das bedeutet, dass eine kleine Kamera durch die Nasenlöcher in die Nasengänge eingeführt wird. Zuvor wird die Nasenschleimhaut mit einem Spray betäubt. Die Ergebnisse sind für die Ärztin sofort verfügbar. Also, wir sind jetzt eigentlich der ganzen Sache auf die Spur gekommen. Und zwar war das schon die richtige Idee. Wir können das mal hier gucken. Ja. Hier handelt es sich um sogenannten Nasenpolypen. Und der wird auch die Ursache sein dafür, dass, ich gebe dir das mal ganz kurz, dass alles so nach Papier geschmeckt hat. So, und das heißt jetzt als Quintessenz im Prinzip oder als Resultat, der Polyp muss raus. Der Routineeingriff soll gleich am nächsten Morgen vorgenommen werden. Da Kinder oft Angst vor dem Kontrollverlust bei einer Narkose haben, ist auch hier besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Außerdem kennt Anästhesist Reza Sina die Sorgen seines kleinen Patienten und weiß, wie er ihn beruhigen kann. Wir werden gleich dich in das Reich der Träume versetzen und alles wird gut werden. Und mit deinem Freund Samuel kannst du auch sicher sein, es wird alles gut. Ihr werdet gute Freunde werden. Aber er hat mir gestern so eine Nachricht geschickt, er will nicht mehr mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja. Ach, das wird sie aber bestimmt einrenken, du. No. Der weiß ja gar nicht, wie ernst das jetzt mit dir war, ne? Und jetzt kümmern wir uns erstmal um dich, dass du ganz schnell wieder gesund wirst, dass du wieder was schmecken kannst. Und dann wird dir das auch verzeihen, hm? Da bin ich mir ganz sicher. Der macht sich ja jetzt auch große Sorgen. Machen wir mal eins nach dem anderen, genau. Ne? Ja. Genau. Ihr werdet gute Freunde werden. Und jetzt kannst du mal schön ein bisschen ein- und ausatmen und stell dir bildhaft vor. Du bist mit deinen Eltern an einem wunderschönen Strand und du siehst das türkisblaue Meer
Und auf einmal siehst du, dass ein wunderschöner Delfin auf dich zukommt und dich einlädt, mit ihm zu schwimmen. Du springst ins Meer auf seinen Rücken und schwimmst du mit dem wunderbaren Delfin. Ausgezeichnet. Sehr schön. Mit einem Endoskop wird der Polyp aus der Nase des Jungen entfernt. Schon am nächsten Tag soll sich zeigen, ob die Operation den gewünschten Effekt erzielt hat und Noel wieder schmecken kann. Viel mehr Sorgen bereitet dem Achtjährigen aber der Streit mit seinem besten und einzigen Freund Samuel. Sonst keine Probleme mehr hier, ne? Ja, das ist ja super. Sieht auch gut aus, sag ich mal immer. Da klappt das von der Tür. Das werden wir jetzt sehen. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Hoher Besuch. Ich hab dir was mitgebracht, Noel. Danke. Oh, super. Danke. Telefoniert. Ist das die berühmte Lunchbox? Ja, das ja, genau. Ist die. Das ist aber nett, hör mal. Du hast ja einen guten Grund gehabt. Danke. Die Dose zu klauen. Was ist denn da drin? Ist da ja, was Leckeres. Brot drin? Das Pausenbrot? Oder was ist da? Nicht das Pausenbrot von gestern. Das Alte? Nein, nicht das Alte. Oh, gerade passend. Du hast noch gefragt, ob du gerade was haben kannst, ne? Mmh. Und? Und, wie schmeckt das? Was sagst du? Schmeckst du schon? Noch immer noch nichts. Ja, das habe ich jetzt befürchtet. Das ist normal, weil er hat noch die Tamponade in der Nase. Aber wir hatten, auf, die Waffeln kannst du nämlich jetzt einmal einfach zur Seite legen. Ich nehme die mal einmal ganz kurz und dann würden wir nämlich einmal die Tamponade kurz ziehen. Ne? Und dann ist die Nase auch wieder richtig belüftet. Ich denke auch, dass sie jetzt soweit abgeschwollen ist und dann wird er vermutlich wieder was schmecken. Ne? Gucken wir mal. Das Schöne an dieser Situation war, dass sich zum Ende hin die beiden Jungs, die sich ja vorher gestritten haben, wieder versöhnen konnten und damit, glaube ich, auch einen Grundstein für eine lange Freundschaft gesetzt haben. Noel hat seinem Freund die Lunchbox geklaut, weil ihm Samuels Schulbrot, welches er vor ein paar Wochen probiert hat, so gut schmeckte. Er dachte, es läge am Essen seiner Mutter, dass alles so geschmacklos wie Papier war. Sobald die Schwellung im Inneren seiner Nase zurückgegangen ist, kann er auch zu Hause wieder ordentlich reinhauen. So, und jetzt würde mich nämlich mal interessieren, was du jetzt sagst, wenn du die Waffel jetzt isst. Ich habe wieder auf der Tasche. Gibt sie dir an. So einer tollen Brotdose. Name, alles drauf, wa? So. So, jetzt freut er sich aber richtig. So, jetzt mal einen herzhaften Biss und dann sagst du uns mal, ob das schmeckt oder ob das auch nach Papier schmeckt. Und? Ja. Perfekt. Super, das ist ja klasse. Der Junge hat nach der Entfernung des Polypen aus seiner Nase endlich wieder seinen Geschmackssinn zurück. In seiner neuen Heimat Köln fühlt sich der Achtjährige inzwischen richtig wohl. Was nicht zuletzt seinem besten Freund zu verdanken ist. Die beiden sind unzertrennlich und gehen durch dick und dünn.